Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen und wahrscheinlich unregelmäßigen Format auf unserem Kanal, nämlich der Direct Recap, in der wir einfach mal Trailer anschauen, pausieren werden und unsere Meinung dazu geben werden, also Nintendo Directs anschauen werden. Heute sind wir zu zweit, nämlich ich, der Armin, denn der Esel nennt sich zuerst, und der Sören. Guten Tag. Und im Übrigen könnte es auch noch so sein, dass diese Formate auch gelegentlich live und in Echtzeit vor euch präsentiert werden können. Super, Genau, man das muss ja mit der Technik mitgehen. So, dann fangen wir mal ohne große Umschweife an. Genau, es geht die Pokémon Direct, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Aber ihr seht es ja jetzt. Ach so, ja. Genau. Der gute Herr Herr Tsudekai. Ich habe schon so schnell den Namen nicht lesen können. War der schon mal öfter? Irgendwo? Ich weiß es nicht, muss ich gestehen. War der bei der letzten Pokémon Direct? Ich glaube nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber jedenfalls geht es um einen denkwürdigen Pokémon-Titel für die Switch. Oh ja, ein Remake. Ja. Ich fühle mich als Wii Pokémon Techno U-Besitzer DX. langsam verarscht. Ja, das stimmt. So viele Remakes, wie es da jetzt schon gibt. Wir gucken mal kurz den Trailer an und dann können wir ja mal pausieren. Genau. Wobei der Trailer halt auch echt nicht spannend ist. Ja, wenn man sich im ersten Moment denken könnte, wenn man jetzt noch nicht diese Switch sieht, ist das jetzt wirklich ein Trailer oder was ist das hier? Weil das sieht ja eher nicht so nach einem Trailer aus, so in dieser japanischen Umgebung da. Oder koreanisch oder was das auch ist. Diese Reise da von diesem Jungen zu seinem Bruder. Ist halt auch, wenn man sich das hier anguckt, wirklich. Also, es sieht, finde ich, grafisch nicht viel besser aus. Nee, ich würde jetzt auch sagen, hier, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die da mit den Joy-Cons rumhantieren, ist das nicht komplett dasselbe von der Wii U tatsächlich? Und wir sehen ja dann auch noch die Neuerungen. Aber darauf werden wir später eingehen. Also, naja, auf jeden Fall der Trailer ist. Und vor allem in einer Interessant können, würde ich sagen. viel zu lang einfach auch. Ja. 8 Minuten Direct und 2 Minuten davon ist über ein Spiel, das eigentlich nicht neu ist, bei dem nichts gezeigt wird, außer Leute, die gegeneinander kämpfen. Das ist übrigens meine Lieblingsszene. Dieses furchtbar gestellte Match. Ja, genau, und alle gucken da so ganz aufgeregt. Feuern an, jubeln. Aber ich glaube, da hat man gerade, ich glaube, eine der Neuerungen, glaube ich, gesehen, dass man da, glaube ich, Moment, ich irgendwie stopp mal zu. kurz. Okay. Welche meinst du? dass man diese Dreierkämpfe da irgendwie machen kann. Ich gehe noch mal kurz zurück. Funktioniert das? War das hier schon? Ich glaube, das war die Szene noch davor, nicht wo die jetzt da So. Dann gehe ich noch mal in kurz ein diesem bisschen weiter vor. Häuschen gekämpft haben, sondern ich glaube, das war bei diesem Fahrrad, glaube ich, ja, oder bei dieser. Ich glaube, noch ein Stück zurück, weil da geht er jetzt schon in das Haus. Ja, ich glaube, da dürfte es sein, da hat man das jetzt gerade gesehen. Oder auch nicht. Mein Kurzzeitgedächtnis lässt mich im Stich, aber ich glaube, man sieht das ja am Ende, glaube ich, Ja, noch mal irgendwie. die stellen die Features ja dann eh nochmal separat vor. Genau. Ja, es gibt sonst halt auch nicht wirklich viel in dem Trailer zu analysieren, sage ich mal. Ach, da sind die, da waren, Naja, konntest du. genau, da sieht man es jetzt genau. Aber es sind ja jetzt auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das die bahnbrechende Neuerung wird. Ja,
Frage, weil ich wüsste jetzt auch nicht, dass irgendwie sonst irgendwas anderes jetzt noch wäre, außer den einen oder anderen neuen Kämpfer, den man hier jetzt ab und zu noch, also den man in der einen oder anderen Gameplay-Szene sieht, aber... Das sehen wir ja gleich dann auch, was genau Neues. Aber genau. Ich glaube, sie haben sich da sehr schwammig gehalten, aber wir warten einfach mal kurz. Genau. Ja, aber ich glaube, der gute Freund, unser Freundchen, der ist, glaube ich, jetzt an seinem Zielort angekommen. Bei seinem kleineren Bruder, den er da irgendwie ein Geschenk machen will. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht welches Land das ist, aber ich denke, da gibt es angenehmere Möglichkeiten, als zu Fuß dahin zu rennen mit Anhalter und Rucksack, aber okay. Und dann sind sie alle vereint. Und spielen. Moment. Aber die Kinder im Hintergrund haben doch jetzt 3DS gespielt. Mm. Macht das Sinn? Wer weiß. Also hier, da kriegen sie es ja noch geschenkt. Mm. So, das sind jetzt die gleichen Kinder. Die kriegen hier was geschenkt. Und jetzt siehst du hier im Hintergrund, hast du gesehen? Ja, die spielen mit dem 3DS. Vielleicht Pokémon Tekken für ein 3DS. Also klar, jetzt kommt dann halt noch schön auf dem TV-Bildschirm. Aber es macht ja keinen Sinn. Warum schenkt er ihnen dann was? Okay, ich sollte vielleicht aufhören, nach Logikfehlern zu suchen. Ja. Jedenfalls 22. September haben wir hier gesehen. Macht ja ganz auch groß. Macht ja auch Sinn. Denn wir haben was haben wir zurzeit für einen Monat? Juni? Juni. Juli Splatoon. August. Da fängt es schon an. Und September. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass August was kommt. Ja, war also bis auf Odyssey und dann halt Fire Emblem Warriors würde mir jetzt auch nichts einfallen. Xenoblade ist noch die im Raum. Vielleicht, ich denke ja schon, dass sie diesen Kurs fahren wollen, jeden Monat ein gutes Spiel oder halt ein größeres Spiel zu veröffentlichen. Das heißt, es könnte sein, dass sie auf der E3 halt noch was für August ankündigen. Und dann hätten wir ja September, wie gesagt, dann Pokémon Tekken. Und dann könnte es theoretisch im Oktober schon mit Fire Emblem Warriors weitergehen. Das könnte auch August Fire Emblem Warriors sein. Aber gut, ja. So viel dazu mal als kleinen Exkurs. Da spielen sie... Achso, die spielen... Also hat er ihnen Pokémon mitgebracht? Also Pokémon... Die wir gleich sehen werden. Kommt ja eigentlich sehr bekannt vor, die Bilder. Sieht ja doch sehr nach Sonne und Mond aus. Also macht es doch Sinn. Dann würde ich das sagen. Ja, diese Formen, die wir gerade gesehen haben von Solgaleo und Lunala, heißt sie, ja, sind halt neu. Und es wird ja irgendwie spekuliert, dass das so Fusionsformen sind, aber für mich sah das jetzt anders aus. Es sah wie Proto-Groudon und Proto-Kyogre aus, in meinen Augen. Das stimmt. Aber ja, jetzt erklären sie ja noch ein bisschen was dazu. Genau. Eine Vielzahl von Spielmodi, der auf die Nintendo Switch zugeschnitten. Bestimmt. Was? Man kann es auf dem Tablet spielen und am Fernseher? Das sind ja glatt zwei Modi. Ich finde auch fünf zusätzliche Kämpfe auch erwähnen. Ja. Wenigstens sind sie ja noch eigentlich recht cool, finde ich. Bitte? Also die Kämpfer, die jetzt neu sind, sind auf jeden Fall wenigstens cool, aber ja. Ob sie jetzt braucht, also ist die andere Frage, aber... Dakrae hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber den Rest, ja, kann man lassen. Achso, genau, und hier kommen jetzt diese 3 gegen 3. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, ja, genau. Wobei man da gar nichts sieht tatsächlich. Aber es sieht nur, es gibt sie, aber nicht, wie es aussieht. Rangmatch kämpft dich in
hoch in knallharten Matches. Freundschaftsmatch, Kämpfe, ohne dass es einen Rang beeinflusst. Gruppenkampf, Kämpfe in der Gruppe deiner Wahl. Das heißt, auf gut Deutsch, es kommen nur diese Gruppenkämpfe hinzu. Ich denke auch, aber ich denke, das ist, betrifft ja auch den Online-Modus, vermute ich mal hier. Ja, aber Rangmatches gab es ja vorher schon. Und Freundschaftsmatches. Also, ja. Ich wollte mir nur mal die Zeit nehmen, um da wirklich... Vielleicht steckt ja da mehr dahinter, aber... Vielleicht sind auch die Gruppenkämpfe halt einfach nur 6 gegen 6 vielleicht. Oder 3 gegen 3, jeder mit einem vielleicht. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Oder halt so ein Lobby-System wie in ARMS. Es ist halt die Frage, ob dieses 3 gegen 3 überhaupt funktioniert, wenn ich ehrlich bin, weil... Ja. Also das... Warum? Varus waren die Arenen ja eigentlich nicht tatsächlich. Warum 3 gegen 3 und nicht... Gab es 2 gegen 2 überhaupt? Nee, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also das wirkt für mich so willkürlich. Vor allem ist es ein Beat'em-up. Das ist jetzt kein Smash Bros., sondern ein wirkliches Kampfspiel, auch wenn es jetzt nicht die Tiefe von einem Tekken hat. Aber das ist... Also der Modus erscheint mir sehr willkürlich. Und das ist das neben diesen neuen Charakteren das Einzige, was wirklich neu ist. Ja. Also das ist schon, wenn das am Ende wieder 60 Euro kostet, da gibt's halt gar keinen Grund irgendwie für jemanden, der die Ursprungsfassung besitzt, zuzugreifen. Ja. Der einzige Aspekt noch, den ja bei vielen Remakes noch ist, dass man es unterwegs spielen kann, auch nicht so wirklich. Ja. Ja, das ist halt... Dafür kaufe ich mir ein Indie-Spiel nochmal für 10 Euro, aber nicht für 60 Euro ein vollwertiges Spiel. Na, stimmt. Aber wir können das auf der E3 anspielen. Genau. Und ein tolles Turnier betrachten, welches da gestreamt wird. Ja, okay, das gucke ich mir sowieso nicht an. Wir bestaunen jetzt aber mal wieder die Namensgebungsfähigkeiten von Nintendo. Beziehungsweise von ja. Ultrasonne und Ultramond. Perfekt gewählt, also richtig kreativ und so. Ich hätte Sonne, Sonne und Mond noch besser gefunden. Nicht Feuersonne und Eismond. Ich dachte, wir sind bei Hard Gold Silberne Edition und Soul Silver, Hard Gold Goldene Edition und Soul Silver Silberne Edition schon am Tiefpunkt angelangt. Aber Ultrasonne und Ultramond klingen noch schlimmer. Ja. Aber stimmt. Gut. Es kommt ja leider, wie wir dann auch sehen, für den 3DS. Genau. Und natürlich handelt es sich dann, wie man es von auch von Schwarz und Weiß. X und Y gab es ja auch eine zweite, ne? Oder gab es davon eine zweite Version? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall von Schwarz und Weiß. Da gab es ja auch nochmal Schwarz und Weiß 2. Ja, genau. Daran und orientiert man also sich ja an diese Orientierung jetzt auch. Also sozusagen die Spezialedition mit Gelb und Platin und Kristall und Smaragd, das hat wohl, glaube ich, ausgedient, das System. Ja, weil das bietet ja soweit, also ich habe Schwarz-Weiß 2 tatsächlich nie gespielt. Das ist einer von zwei Titeln, die ich tatsächlich ausgelassen habe, aber das soll ja schon deutlich mehr geschichtlich geboten haben, als jetzt so, ja, Platin oder sowas. Und das versprechen die hier ja auch, dass es wirklich eine alternative Geschichte ist, die ja vielleicht noch ein paar Hintergründe gibt, weil so rein von der Geschichte her war Sonne und Mond ja gar nicht so verkehrt. Und da gibt's ja durchaus einige Punkte, an denen man ansetzen kann, zumal diese Welt ja auch ziemlich interessant ist. Das stimmt. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, warum es wieder für den 3DS erscheint. Ja. Ich meine, man sieht hier halt dann auch nicht wirklich viel, außer ein unfassbar hässliches Solgaleo und ein noch hässlicher Solgaleo. Ja, genau. Wobei ich noch heute noch gelesen habe, tatsächlich, dass noch irgendwo aufgetaucht ist, dass
Nintendo irgendwo angegeben hätte, dass es jetzt, also wir den, das Datum, was wir hier jetzt sehen, 17. November 2017 für den 3DS erscheint. Ja, und ja. Irgendwann auch noch für die Switch, aber das ist mittlerweile wieder rausgenommen worden. Es war wahrscheinlich, ja, es war ja TBA, glaube ich. Ja, genau. Aber es war wahrscheinlich nur ein Fehler von irgendeinem Praktikanten, ja, das der da wieder ran durfte. Liegt wahrscheinlich auch eher nah. Also, ja, es ist, Game Freak ist ja bei sowas immer speziell. Aber ich frage mich, was dieses, wie heißt das Pokémon? Ich hab's schon wieder vergessen. Das Ding, das aussieht wie Pikachu und immer einen Schlag erst einstecken kann, bevor es Schaden nimmt. Jetzt bin ich auch überfragt. Wir gehen noch mal kurz zurück. Also ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt erwähnt haben. Nee, du siehst ja, glaube ich, da. Genau, und darauf wollte ich hinaus, weil ich da nicht, ob das eine Mega-Entwicklung ist oder genau, hier greift's irgendwie. Bist du auch gerade? Also ich habe gerade gestoppt. Ja, also ich bin ja jetzt noch halt mit dem 17. November. Ach so, komisch. Okay. Ja, auf jeden Fall, man weiß ja, was gemeint ist. Dieses komische Geist-Puppen-Pikachu. Nach der Aufnahme fällt es mir bestimmt wieder ein, wie es heißt. Ja, jedenfalls hat es hier so zwei Arme, die rausgehen. Und ja, gute Frage, was halt damit dann gemacht wird. Ob das jetzt wirklich eine Mega-Entwicklung ist oder doch wieder was ganz anderes, das wäre, aber eine Mega-Entwicklung wäre interessant, weil das Ding, was Kämpfe angeht, Online-Kämpfe angeht, ja schon ziemlich OP ist. Und wenn sie es jetzt noch stärker machen, naja, egal. Zum Glück spiele ich ja nicht kompetitiv. Ja. Ich das eigentlich auch recht selten. Tatsächlich eigentlich kam hier, wenn ich zuletzt mal das wirklich mal online mal war, gekämpft habe. Ich schaue es mir tatsächlich gerne an. Aber So, und jetzt ja die letzte Ankündigung. Tatsächlich wird sich bestimmt der ein oder andere jüngere Zuschauer hier jetzt gerade denken, oder der zumindest nach 2002 oder so, glaube ich, geboren ist, dass es vielleicht dieses Spiel hier nicht kennt. Das ist nämlich die zweite Pokémon-Generation mit Gold und Silber. Ich glaube, 2001 oder 2 ist es in Deutschland rausgekommen. Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall findet es den Weg auf die Virtual Console des Nintendo 3DS. Was ich tatsächlich gut finde, das einzige Problem ist, ich habe das bestimmt schon in meiner Kindheit und auch in meinen Jahren so oft bestimmt gespielt, weil es auch meine Lieblingsteile waren und auch noch sind. Und deshalb glaube ich mal nicht mehr, dass ich die da noch hinzufüge, also mehr hole. Auch wenn es jetzt noch diese Pokémon Bank Anbindung hat, aber ja, es ist halt, ja, mir geht's genauso. Also, gerade weil es Remakes dazu gibt, die ja wirklich gut sind, braucht man es, glaube ich, nicht. Also, jetzt kommt noch eine Zusammenfassung. Tekken, Pokémon Tekken am 22. September, Ultrasonne, Ultramond, 21. November, glaube ich, und genau, die goldene und silberne Edition für die Virtual Console ebenfalls am 22. September. So, Fazit. Was hast du von dieser Mini-Direct gehalten? Gute Frage. Also, es gab ja schon, also sie war ja recht kurzfristig eigentlich für mich angekündigt. Wurde ja, glaube ich, gerade mal 24 Stunden, glaube ich, vorher erst angekündigt. Also zumindest habe ich davon erst mitbekommen. Ja, war so. Und ich hatte mir auch jetzt nicht so viel Großartiges erwartet. Ich habe so einige Spekulationen gehört mit, ja, es wird jetzt endlich eine Spezialedition geben oder halt so, also halt diese Stars, was immer wieder im Raum steht oder halt die
Remakes zu Diamant und Perl. Wahrscheinlich hätte ich mich dazu eher mehr gefreut, wenn es jetzt Diamant und Perl ein Remake gegeben hätte. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch, auf jeden Fall noch nicht. Aber ansonsten, für die Länge fand ich es jetzt okay, was da gezeigt wurde. Aber es ist halt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, das brauche ich jetzt unbedingt. Also Sonne und Mond, ja, weiß ich nicht. Schwarz und Weiß 2 hatte ich auch nicht gut. Ich glaube, ich hatte auch Schwarz und Weiß zwar nicht gehabt, aber da war ich jetzt nicht so. Und Tekken hat, Pokémon Tekken für die Wii U habe ich jetzt auch schon tatsächlich und weiß nicht. Das dann nochmal zu holen, ich denke eher nicht. Ja, also Pokémon Tekken ist bei mir auch auf jeden Fall raus. Außer man testet es. aber ja, ich weiß nicht, also ich fand Pokémon Tekken in der Ursprungsfassung gut, aber nicht so gut, als dass ich es mir jetzt nochmal holen müsste. Ja, okay, über Gold und Silber hatten wir vorhin schon. Das ist halt ein Virtual Console Titel. Pokémon Bank hin oder her. Und man kann es ja auch nicht online spielen oder so. Also so groß sind die Neuerungen dann ja nicht. Und ja, ich bin mir noch unschlüssig. Einerseits fand ich Pokémon Sonne und Mond sehr, sehr gut. Andererseits geriet da ja der 3DS schon sehr stark an seine technischen Limitierungen. Von daher ist aus technischer Sicht das Ganze natürlich weniger interessant, weil es wird sicherlich genauso aussehen wie Pokémon Sonne und Mond. Und storymäßig, ja, ich weiß nicht. Es wäre halt so, allein wenn es mit einer höheren Auflösung für die Switch kommen würde und weit unter den Möglichkeiten der Switch liegen würde, hätte ich es mir auf jeden Fall gekauft. Aber so, ich habe, um ehrlich zu sein, keine Lust mehr auf den 3DS. Ja, so langsam wirkt es schon so, als würde jetzt krampfhaft noch da was, dass der noch bis 2018, wie es ja angekündigt wurde, unterstützt. Aber ich finde jetzt auch, jetzt halt so Sonne und Ultrasonne und Ultramond haben sie jetzt auch noch recht wenig gezeigt tatsächlich. Halt nur, dass es eine alternative Story gibt und halt die neuen Formen der zwei Legenden. Aber mehr hat man ja sonst eigentlich nicht gesehen. Und halt noch dieses Geist-Pikachu da, mit das irgendwas anderes macht. Was ist denn jetzt? Egal. Ja, es wird halt wirklich nicht viel mehr. Also, egal was dann noch an Informationen kommt, es bleibt halt ein neues Pokémon in der gleichen Welt, mit der gleichen grafischen Limitierung. Also, und die Story von Sonne und Mond hatte auch große Schwächen. Vor allem halt, was die Rüpel anging und so. Eigentlich habe ich keinen Bock, die ein zweites Mal zu sehen. Ja, die waren doch echt, dieses Team. Also sonst fand ich die Edition ja großartig, aber die, wie hießen die denn, Team? Team Skull. Skull, genau. Die waren. Und ich habe es auch mal eben geschaut, das Pokémon, worüber wir sprechen, heißt Mimigma. Ja. Genau. Stimmt. Ja, also es macht schon Sinn, Mimigma im Trailer zu zeigen, weil es ein sehr virales Pokémon ist und auch ja ein sehr interessantes, ja, aber ja, wie du sagst, viel sehen tut man ja nicht, aber ich glaube, dass ich bezweifle, dass es mit der Zeit interessanter wird. Nun ja. Fazit. Meh. Ja. Also, für die Länge vielleicht okay, aber das vielleicht interessanteste Spiel, da haben sie ein bisschen zu wenig Informationen meiner Meinung nach gegeben. Und über das. Aber wer weiß, vielleicht kommen sie ja noch im Laufe des Jahres. Waren halt auch. Bei E3 ja mit Pokémon eher spärlich gesät ist, aber es war halt auch einfach zu wenig, zu viel Pokémon-Tekken. Ja, das stimmt. Also einen großen, fetten 2-3 Minuten Trailer da schon mal reinzusetzen, der ja gar nicht mal so schlecht gemacht ist, aber
auch nicht viel zeigt. Naja. Also es ist sicherlich nicht so total blöd, wie es alle jetzt im Internet sagen. Aber ja, hab schon Besseres in meinem Leben gesehen. Ja. Ich würde sagen, mit diesem ernüchternden Fazit beenden wir auch das überlange Video. Genau. In dem Sinne. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren eure Meinung schreiben, was ihr von dieser Direct haltet und ob ihr jetzt unheimlich gehypt auf eins der drei vorgestellten Spiele seid. Das könnt ihr gern machen. Wer bis hierhin geguckt hat. Also dann, macht's gut. Tschüss.